Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute probieren wir mal einfach mal meine neue Kamera aus, meine Spiegelreflexkamera. Ich hoffe, das passt so vom Licht und von der Qualität her. Aber jetzt machen wir erstmal das Intro. Ja, wie schon in dem Vlog im Auto erzählt, habe ich einen kleinen Brief bekommen. Hallo MotoVlogi, hoffe, dass dir das Bild gefällt. Bin 12 Jahre und mein Handy-Akku war fast leer. Musste mich beeilen. Ich wünsche dir und Pinky ein gutes neues Jahr. Grüße, Pyro Motors. Und der gute Pyro Motors hat mir dann eine CBR gemalt. Und Pinky ist auch mit drauf. Super, habe ich mich sehr drüber gefreut. Richtig geil, vielen Dank für den Brief. Wenn ihr mir auch einen Brief schreiben wollt oder ein Bild oder was auch immer, unten in der Videobeschreibung findet ihr die Postfachadresse und da könnt ihr dann einfach mal einen Stift in der Hand nehmen, auf einen Zettel schreiben, ja, um mir einen Brief schreiben. Im heutigen Video soll es natürlich nicht nur um die Aufnahme mit der neuen Kamera gehen oder den Brief, den ich bekommen habe. Nein, es startet eine neue Hoodie-Aktion. Ihr könnt dieses schnieke Teil wieder erwerben. Und zwar schreibt ihr mir dafür eine E-Mail an motovlogi@web.de. Da schreibt ihr mir eure Adresse, wohin ich den Pullover dann schicken soll, welche Größe ihr braucht und was hinten auf dem Pulli drauf soll. Wie ihr wisst, hier bei mir steht, ich weiß nicht, ob das in die Kamera, bei mir steht hier hinten MotoVlogi drauf. Und ja, ihr könnt euren halt individuellen Schriftzug, euren Namen, was ihr auch möchtet, könnt ihr da drauf haben, bekommen, wie auch immer. Zusammengefasst, wie das Ganze funktioniert, haue ich wieder unten in die Videobeschreibung, wie schon beim letzten Mal. Vergesst auf alle Fälle nicht eure Adresse, das haben letztes Mal mehrfach welche vergessen. Ich kann das ja dann nicht irgendwo hinschicken, einfach nur, ne? Das ist ja klar. Ja, aber wir schreiben sowieso dann so ein bisschen ein paar E-Mails hin und her. Das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Hat beim letzten Mal ja auch wunderbar funktioniert. Wie sich das Ganze mit der Größe verhält, dazu hatte ich ja ein Video gemacht. Das haue ich euch auch unten nochmal in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das auch nochmal angucken und wisst dann Bescheid, welche Größe ihr nehmen müsst. Da die halt ein bisschen kleiner ausfallen als normal, aber unter Umständen könnte das auch passen. Ach, ihr werdet das schon hinkriegen. Ich glaube an euch. Ja, 50 Euro wird der Pulli kosten für euch, da ist der Druck und die Versandkosten alles inklusive. Einfach 50 Euro dann auf die an die Bankverbindung überweisen, die ich euch dann per E-Mail schicke. Und dann, ja, dann läuft das alles. Ja, des Weiteren geht's nächste Woche nach Berlin. Ich freue mich da schon richtig drauf, die anderen Jungs wieder zu treffen. Und dann geht's auf die Berliner Motorradtage. Ey, das wird so geil, ich freue mich schon richtig. Würde mich auf alle Fälle freuen, wenn ihr so einen Pulli bekommen habt, ein Foto von euch zu machen und mir das an meine E-Mail-Adresse zu schicken. Dann kann ich das bei Facebook mit in die Galerie einfügen. Und ja, dann sieht man gleich, wie sehr euch der Pullover gefällt und wie er euch steht. Ja, das soll es auch schon gewesen sein für dieses kurze Video. Ich mache mich jetzt gleich ans Schneiden. Ich freue mich schon drauf, wie das Video jetzt geworden ist, weil das ist halt, wie gesagt, das erste. Und ja, ich denke mal, wir sehen uns dann bald wieder in einem neuen Video. Ich hoffe, ich kann bald wieder fahren. Das Wetter, das ist noch nicht so gut. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, haut rein, grüßt die Enten und tschüssi! Ja, dieses Video wäre ja fast sogar ein Motovlog geworden. Ja, warum das nicht geklappt hat, seht ihr da unten im letzten Video. Ja, abonnieren könnt ihr da oben, glaube ich. Ja, da oben könnt ihr mich abonnieren. Und ansonsten, ja, fleißig Kommentare schreiben und, ja, den Daumen hoch nicht vergessen, ne? Ja, oder wenn ihr scheiße fallen, macht den Daumen runter. Wie die auch sei. Macht, wie ihr denkt. Haut rein. Hallo MotoVlogi, hoffe, dass dir das Bild gefällt. Bin 12 Jahre und mein Handy-Akku ist fast. Kann ich nicht einfach vorlesen, was hier steht? Meine Fresse. Des Weiteren würde ich mich freuen, wenn ihr den Pulli dann bekommt und ihr mir dann ein Foto von euch schicken würdet. Dann kann ich das bei Facebook mit in die Galerie einfügen. Und ja, ich würde mich auf alle Fälle freuen, wenn ihr so einen Pulli dann habt
Und ich würde mich auf alle Fälle dann freuen, wenn ihr so einen Pulli dann bekommen habt, ein Foto von euch zu machen und mir das dann zu schicken. Boah, Alter.